Hallo liebe Leute und willkommen zu einem Blitzprojekt von mir, einem unerwarteten, vielleicht auch erwarteten von ein paar Leuten Projekt. Kommando Densetsu 2 Strangers Requiem, aka Toho Mania 2, ein Castlevania-Klon von Toho, sprich nie ultraschwer spielen und so. Ich werde das Spiel auf normal spielen, ich zeige euch die Option nicht, weil sonst müsste ich es wieder umstellen, weil sich das jedes Mal, wenn ich in die Option reingehe, immer wieder umstellt. Ich werde es nicht blind let's playen, das Ganze habe ich schon. Wartet ganz kurz. Mir fliegt gerade die Headphones vom Kopf. So. Ich habe das Ganze schon in einem Livestream, unter Anführungszeichen, let's play. Werde es aber jetzt auch nochmal neu hier machen, damit auch andere Leute es nochmal verfolgen können und vielleicht auch die ein oder anderen Momente des Spiels auch so nochmal genießen können. Ich werde während den Sprachsequenzen nichts sagen. Und werde dadurch auch jetzt direkt mein Mikrofon muten und die Sache kann losgehen. お嬢様、ただいま戻りました。ご所望の本、買ってきましたよ。お嬢様？おかしい。お嬢様はおろか、メイリンやパチュリ様の気配もない。みんな、どこへ行ったのかしら？どこへ行ったのかしらね。ごきげんよう、サクヤ。ヤクモ、ゆかり。何か楽しいことがあったみたいじゃない？あなたのお嬢様の思いつきで。思いつきで、というのは否定しませんけどね。私も参加したかったのだけど。どうせいつものように寝ていたんでしょ？否定はしないわ。それで、お寝坊さんがここに何の用かしら？そうね。その素敵な吸血鬼さんに挨拶に来たのだけど。どうやらご不在のようだったので、代わりに私が留守を預からせてもらったの。しらじらしい。お嬢様たちがいらっしゃらないのも、あなたが関係しているとでも言っているみたいね。あら、そう聞こえる？平静を装っているけど、内心は、といったところかしら。貴様。たぎらない、たぎらない。綺麗なお顔が台無しよ。口で言ってもわからないよね。それはこっちのセリフ。少し頭を冷やしたら。頭の悪い人間、気づかないようだから教えてあげるわ。何？春がまだ来ない、とでも言えばいいかしら。春が。面白いと思わない？ま、ヒントはここまでにしておきましょう。待ちなさい。誰かに盗まれた春。誰が何の目的で。なんて。それじゃあごきげんよう。春が来ないと。確かに、春なのにこの気温。お嬢様がいないことと、それが何か関係がある。お嬢様。Und somit beginnt auch das ganze Spiel. Also ihr versteht hoffentlich das Grundkonzept für die Leute, die Toho nicht kennen. Wir spielen Sakuya Isayoi, Mistress of the Scarlet Devil Mansion. Nein, Scherz. Es ist nämlich Remilia. Sie ist Maid. Maidings? Na? Ich bin gerade zu peinlich, kommt mir das vor. Das liegt daran, weil ich nur mit Englisch beschäftigt bin, was Toho angeht. Ja, es handelt sich auf jeden Fall mal um einen Sprung in den Abgrund. Das war mal extrem fail. Es handelt sich um einen Castlevania-Klon, wie schon erwähnt. Es gibt schon einen Vorgänger, also schon, es gibt noch einen Vorgängerteil. Ich weiß jetzt nicht, wie der erste Teil heißt und ich habe ihn auch nicht gespielt, das kann ich auch noch dazu sagen. Auf jeden Fall, dieses Spiel kenne ich jetzt doch schon etwas besser. Weil ich es dann auch nach dem Livestream noch gespielt habe und mich etwas eingespielt habe. Und mein Bonus habe ich jetzt schon verschissen. Mein, ich bin nicht gestorben Bonus. Hopp. Da ist noch einer und da ist noch einer und...
immer Ausschau nach diesen Pflanzen halten, die auf dem Boden sind. Sechschläge halten die Typen hier aus. Knochenmann. Futter. Knochenmann. Hier ein bisschen Zeug. Hier du. Dann du. Dann du. Und dann Chaka. 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 Ein Schlag noch und Chaka. Okay. Wie dem auch sei, nochmal zur Erklärung. Wir spielen Sakuya Isayoi, aka Chefin der Hausmädchen. Gut Deutsch, wenn man es gut übersetzt, hoffe ich mal. Aus dem Scarlet Devil Mansion, wo wir jetzt gerade waren. Und ja, irgendwie scheint irgendwas mit Remilia nicht zu stimmen. Sie ist einfach verschwunden. Die Besitzerin, also die Mistress. Gut, Deutsch auch wieder mal. Ich liebe es, auf Deutsch zu übersetzen. So, hier ein Leben. Und hier Pflanze. Und du nochmal Pflanze. So, hier rauf. Was hast du noch? Wegen Futtern. Aber Futtern brauche ich eigentlich. Gibt es Punkte? Es gibt sicher Punkte. Es gibt keine Punkte. So, du hier. So, du hier. Dann du hier. Dann du hier. Verdammt. Du hier. Da gibt es hier noch etwas zum Heilen, was ich eigentlich nicht wirklich brauche. Aber naja. Und du hier. Das war ich glaube. Ui, da kommt doch noch einer. So. Gibt noch eine Pflanze dann. Haben wir es. Ah, komm her. Komm her. Gut. Kleiner Frosch. Und du noch. Aua. Ja. Mehr finden wir aber erst im Laufe des Spiels heraus und wir haben es sogar geschafft, bis zum ersten Boss hier in dieser kurzen Zeit zu kommen. Deswegen mute ich mich auch. Wieder. これはコウマジョ。なぜ、コウマジョはあの時確かに。以前とは姿が若干異なる。このまがまがしい気は紛れもなくコウマジョ。 もし、またお嬢様が。いや、ゆかりが関わっているのであれば、その線はない。それに、お嬢様が私に何も言わないというのも考えられない。じゃあ、この城は誰が？その声は。 메이린? 도유코토나노? 코레와 이따... 하... 하나시와 아토데 나와오 토이테 토이테이루요네 하이하이 와카테이마스 하야쿠 호도이테 호시인데쇼? あなたは、アリス。レミリアのメイドじゃない。どういうことか説明していただける？え、何が？うちの門番がお世話になっているようですが、このように。あれ、メイリン？何してるの？って、私。あなた以外誰がいるかしら？ 知らない、知らない。私知らない。ええ、私じゃないよ。知らない。力ずくで来いと言っているよね。そんな。 Und somit geht auch der Kampf gegen Alice los. Der leichteste Kampf im Spiel im Moment. Und ja, ich finde generell die Musik, die im Spiel vorkommt, relativ episch. Was ich jetzt noch gar nicht gezeigt habe, ist, was ich noch alles so machen kann. Aber das werdet ihr dann schon noch herausfinden. So, da möchte ich oben vorbei. Einfach nur vorbei. Ups.
Ich habe die Dings gewechselt, das wollte ich nicht. Okay, so dann. Oh, ich habe die Tasten verwechselt, dafür habe ich das Gefühl. Aber damit muss ich zurechtkommen. Aua. Einfach mal so vorbei wieder so. Hallo, 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 hallo. Und einfach so weiter schießen. Solange wir die Punkte da oben links habt ihr die Punkte, womit ich das machen kann. Solange ich die habe, kann es mir egal sein, einfach. Und geschafft. Sehr schön. これで話す気になったかしら。だから私何も知らないってば。この後に及んで。ちょっと、その門番に聞いてみればいいじゃない。それもそうね。 メリー、あなたをこんな姿にしたのは誰？いや、ちょっと前まで公務官の庭で、いや、ちょっとした仮眠を。どっちも同じです。すみません。それで？昼寝をしていたら何者かに急に。ということは誰もが容疑者になりうるということね。 どうして私の方を睨むの？あ、私、あれあるもん。アリバイ。そう、アリバイ。だってさっきまでサクヤが後輪堂で買い物してたの見たもの。それを知っているということは、メリーを襲うのは物理的に不可能と？うん。私はただ、この方角に不吉なものを感じたから。 Und somit haben wir jetzt auch Mei Ling in der Party. Ist jetzt nicht so, dass wir jetzt mit zwei Leuten rumlaufen, aber wir können sie als Special verwenden im Grunde. Ja, es freut mich, dass ich dann doch nicht beim Boss verreckt bin. Wäre doch etwas peinlich gewesen, weil sie ist eigentlich einer der leichtesten. Chen ist meiner Meinung nach sogar noch leichter. Das ist jetzt dann unser nächster Boss, glaube ich. Ich möchte nicht so viel spoilern. Die ganzen Charaktere habt ihr vielleicht im Intro schon einmal gesehen, was ich hochgeladen habe. Ja, wie dem auch sei, wir begeben uns gleich einmal in Stage 2. Ich möchte nämlich die Videos relativ schnell hinter mich bringen hier. Ja, ihr habt schon bemerkt, das Projekt ist nicht blind für mich. Aua, das geht sich nie aus. Okay, komm her. Wow. Es ist immer nur der eine da in der Mitte, der runterfliegt. Zumindest auf der Schwierigkeitsstufe. Auf anderen Schwierigkeitsstufen wären es dann doch mehr. So, kleiner Tipp. Wenn man herumspringt und kurz vorm, also nicht herumspringen, wenn man springt und kurz vor der Landung einmal angreift, greift man dann nochmal an, wenn man dann am Boden ankommt. Es ist sozusagen eine Unterbrechung im Schlag. Sieht dann ungefähr so aus. Das werde ich auch noch oft genug verwenden. Das werde ich dann nämlich später bei späteren Gegnern brauchen. Ich sollte nicht Mario spielen, ich sollte nicht die ganze Zeit auf die gegnerischen Köpfe drauf springen. Das bringt mir relativ wenig. Ei, das war Fail. So, soll mir aber jetzt noch relativ egal sein. Noch im Moment ist es nicht wirklich schlimm, wenn ich hier was falsch mache. Hier kriege ich noch genug Heilung. Aber später wird es dann relativ schwierig. Da sollte ich mich dann doch darauf konzentrieren, dass ich es ordentlich mache. Aber wie gesagt, jetzt ist es noch nicht das Allerschlimmste. Ihr habt gesehen, daher habe ich es zum Beispiel sehr gut anwenden können. Und hier haben wir auch vielleicht... Nein, da haben wir nichts. Ist immer sehr hilfreich. So. Genau, da warst du. Super Beyblade Man. Schön schauen, dass man Distanz einhält zu dem, aber es kommt. Ach ja, hier kommt er. Oh, mit einem Schlag alle, oder wie? Nicht schlecht. Gag, Videoteilung. Ich sehe es kommen, dass jetzt die Videoteilung ist.
So, aufpassen auch vor den Gegenständen, die sie immer werfen, diese Knochenviecher. Die Dinger können einen auch noch im Nachhinein treffen. Dort unten rechts ist jetzt ein Special, das kann ich mich auch noch erinnern. Habe ich sogar im Livestream gemerkt. Da was versteckt und ich bin schon wieder fast voll mit der Heilung. Mit den HP. Ja. Mal schauen, wie es jetzt dann so wird. Hoffentlich fehle ich nicht zu sehr. Ui. Komm her. So. Hier ist vielleicht irgendwas versteckt. Immer schauen. Manchmal sind da wirklich schöne Dinge versteckt. Diese Skelette stehen wieder auf, deswegen kümmere ich mich gar nicht mal um den. So. So, irgendwo kommt dann jetzt gleich was Großes auf mich zu. Okay, hier ist nichts. Ja, und zwar genau du. Die sind relativ groß, aber das war's auch. Ach, einfach, Dings. Ich muss mich jetzt darauf konzentrieren, dass ich die andere Steuerung habe. Ich habe nämlich Tauschen, hier oben links, seht ihr das? Mit Dreieck vertauschen, das ist Mailing. Sie macht eine so eine Zickzack-Attacke und das war's dann. Diese ganzen Schwerter sind so nervig. So, erledigt. Wie lange werde ich die Parts ungefähr machen? Das seht ihr eigentlich eh. Es sind eigentlich immer Fragen, die ich mir selber stelle. Aber im Endeffekt euch auch noch beantworten will, bevor die Fragen auftauchen natürlich. So. Man muss aber auch natürlich bedenken, dass die Reichweite relativ groß ist für das, dass sie nur mit Dolchen hier angreift. Ich meine, man sieht hier, das ist ein Dolch, den ich hier verwende. Und es sieht aus, als würde ich mit einem Schwert angreifen die ganze Zeit. Das finde ich natürlich auch. Oh. So, hopp und hopp. Das ist genauso wie in Castlevania, dass man wirklich alles hier metzeln kann. Metzel. Hier ist es wichtig, dass ich mich noch erinnere. An diese Stelle hier. Weil die habe ich da schon oft vermasselt im Livestream. Die möchte ich nicht nochmal vermasseln. Oh, eine Fledermaus hat es überlebt. So, aufpassen, diese Spikes sind Instant Death. Das darf ich nicht vergessen. Ja, die töten einen auf einen Schlag direkt. Wow, oh, wow. Okay, da kann ich mich erinnern. Hier war hier was. Hier was. Hier war nichts, aber auf der anderen Seite drüben war was. Hier ist, unten sind auch Instant Death Spikes. Da rate ich euch, dass ihr euch. Hey, wie? Was rate ich euch? Das war riskant. Ich hätte nämlich im Grunde auch runterfliegen können jetzt. Gut, das hat aber funktioniert sehr schön. Dann sammeln wir das hier noch ein. Ah, bei Fraps kann ich wenigstens in Ruhe hier recorden, ohne dass ich die Angst habe, dass ich cutten muss. Ja. Okay, und laufen. Uiuiui. Nicht zu viel auf diesen Typi konzentrieren, den kann man nur zurückschlagen, aber ich weiß nicht. Oh, geht schon los. あなたがここにいるということは、この城はゆかりの息がかかっているということね。質問に答えろ。この城を作ったのはあなたのご主人様？それとも勝手に質問するな。まあどちらでもいいわ。そこを通してくださる。やだよ。コーナカーの連中を通すなって言われてるもん。メリー、またたびはある。 Okay, und los geht's. Also, simpel. Einfach nah dran halt am Anfang bei Chen. Und sobald sie das hier macht, kann man sie eigentlich schon fast angreifen. Man muss nur noch hier ausweichen und hier nach oben gehen.
Und hier kann ich jetzt auch wieder locker ausweichen. Jetzt kommt sie wieder nach unten. Da kann ich sie einmal schlagen. So. Ja, ei, und ich falle wieder drauf ein. So. Noch einmal ausweichen. Und das ist eben das, was ich so relativ leicht an Chen finde. So. Man muss halt nur bei dem aufpassen, bei diesem Zickzack herumspringen. Das ist halt wirklich das Brutalste von ihr. Komm runter. Komm, Chen. So. Jetzt haben wir es gleich. Und... komm runter, Chen. Chen, Chen, Chen. Chen, komm. So, geschafft. Das war ja ziemlich leicht.手間をかけさせないで。さて、どうしてもらえますよ。そんなことはさせないよ。私だってナウ様の役に立つんだから。これ以上の乱暴はしたくないんだけど。サクヤさん。はい。また旅はありませんが。 お嬢ちゃん、猫じゃらしはお付きかしら。そんなもの、そんなもの。いつまで我慢できるかしらね。このちょこまかどこ行って、このやあ。さあ、行くわよ。 Okay, und mit diesem letzten Ausstoß von Nya werden wir uns hier verabschieden. Und wow, habe ich viel Soul Points noch gehabt, ey. Mit fast 400 bin ich, mit fast 500, mit 482 glaube ich waren es. So wie da die Soul Punkte angegeben waren. Und im nächsten Part machen wir hier weiter bei Stage 3, bei den Katakomben. Das heißt, danke Leute fürs Zusehen. Unten links der Link zum nächsten Video. Wir sehen uns das nächste Mal bei Let's Play Komajo Densetsu 2 wieder. Rangers Requiem! Bis zum nächsten Mal, ciao.